So, und dann herzlich willkommen zu einem neuen Videoguide von mir, diesmal zum Thema Reappraisal Stones, Enchanted Gems und Grindstones. Deswegen kurz, woher ihr diese drei Sachen bekommt. Die Reappraisal Stones könnt ihr hier craften, da könnt ihr drei Stück in der Woche craften. Dafür müsst ihr die Rift Dungeons clearen, da bekommt ihr diese Crystals und dann könnt ihr drei Stück davon in der Woche herstellen. Ich mache gerade mal hier ein, weil ich euch das demonstrieren möchte, wie das funktioniert. So, den haben wir gecraftet. Dann Enchanted Gems und Grindstone, die bekommt ihr im Raid. Der ist hier. Und da droppen die eben hier diese Enchanted Gems, Grindstones. Darum geht's. So, das war schon mal grob gesagt, wo ihr die herbekommt. Und jetzt, was machen die Einzelnen? Ich hoffe, ich habe genug Mana dafür. Ich glaube, ich habe nicht genug Mana, aber mal gucken. Mal gucken. Ich fange an mit dem Reappraisal Stone, okay? Und zwar, was könnt ihr damit machen? Ich habe hier schon eine Rune mal vorbereitet, und zwar die hier. Also, was könnt ihr damit machen? Mit diesem Stone, mit diesem Reappraisal Stone, könnt ihr eine bestehende Rune, die auf plus 12 mindestens gelevelt ist, ist Voraussetzung dafür, könnt ihr nochmal neu rollen. Nochmal komplett. Nicht den Main Stat, heißt zum Beispiel hier, die Rune ist auf Slot 3, hat so gesehen 99 Defense, das heißt, Defense bleibt gleich. Aber alle anderen Werte rollen komplett neu. Das heißt zum Beispiel, die Rune, die ist eigentlich nicht so gut, die hat Speed, okay, aber dann sonst kein HP mehr. Resistance, okay, ja, aber dann Flat HP, Crit Damage, das passt nicht. Und für eine Damage-Rune fehlt Crit Rate, deswegen ist nicht so optimal. Deswegen die würde ich gerne rerollen. Normalerweise revoked man nur wirklich 6-Star-Runen, weil man eben diese Reappraisal Stones nicht so oft bekommt, beziehungsweise craften kann. Wie gesagt, nur drei Stück in der Woche. Aber um euch das zu demonstrieren, tue ich gerade diese Rune hier dafür hernehmen. Deswegen auch sehr wichtig, nehmt dafür eigentlich immer nur Legendary Rune her, also die wirklich von Haus aus auf Level 0 sind und Legendary sind. Weil das Ding ist, wie gesagt, diese Stones sind begrenzt und Legendary Runes sind einfach die besten Runen in diesem Game. Deswegen, da bekommt ihr höhere Rolls, mehr Stats, deswegen auch. Und deswegen würde ich euch empfehlen, nur die am besten 6er Legendary Runes zu nehmen. Deswegen, wenn ihr irgendeine 6-Star-Rune seht, die totale Crap-Substat hat, die aber Legendary ist, behaltet sie und tut sie dann hier mit diesen Reappraisal Stones neu rollen. Also, wir bekommen, wie gesagt, neue Stats, heißt zum Beispiel Resistance, Speed, HP, Crit, kommt alles weg und wir können nochmal von vorne rollen. Heißt, die neuen Subsets sind komplett random wieder, plus auch die Skill-Ups, und das ist wichtig, weil manche Leute gingen davon aus, zum Beispiel, ich sehe jetzt, ich habe hier einen Proc in Resistance. Ein Proc in Speed, oder ich weiß gar nicht, ob ich einen Resistance in Proc habe. Weiß nicht, das kann man nicht nachvollziehen. Wenn ich zum Beispiel vorhin 3 Resistance hatte und jetzt 4, dann wären es 7. Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, Crit Damage ist auf jeden Fall einmal geprockt und Speed. Das heißt, es war mindestens eine Rare-Rune. Ich vermute, es war nicht Hero, vermute ich. Deswegen, eigentlich würde ich die Rune nicht hernehmen. Jetzt als Beispiel. Deswegen, nehmen wir mal an, wir haben eine Legendary-Rune und die hat so gesehen, ihr bekommt ja auf dem 3er-Upgrade, auf dem 6er, auf dem 9er. Und auf dem 12er jeweils einen Skill-Up, so gesehen, auf euren Stats. Heißt zum Beispiel, wenn die Rune jetzt so gedroppt wäre, könnte sie theoretisch und plus 0 noch wäre, könnte sie viermal Speed rollen, okay? Das heißt, nehmen wir mal an, es wäre viermal Speed gerollt und ich würde die jetzt mit dem Reappraisal Stone rollen, heißt es nicht, und das ist sehr wichtig zu wissen, dass in den neuen Substats ein Stat viermal gerollt ist, sondern auch sowohl die ganzen Substats-Attribute als auch die Rolls. Auf welchen Attributen die sind, werden komplett neu ausgerollt. Deswegen, ihr könnt dann auf der neuen Rune trotzdem zwei Rolls in Crit Rate haben, einen in Speed und einen in Resistance zum Beispiel. Deswegen, das ist nicht darauf begrenzt, wo ihr die Rolls davor habt. Deswegen euch das mal kurz zu demonstrieren. Machen wir das mal kurz. Was kriegen wir denn raus hier Schönes? Crit Rate, Resistance, Defense. Naja, naja. Kopper-Rune, naja, nicht wirklich. Deswegen, ich glaube, ich behalte, jetzt könnt ihr halt entscheiden, welche ihr nehmt. Ich glaube, ich behalte sogar die andere wegen Speed Resistance, deswegen, ja, weil es eine Violent-Rune ist. Deswegen, ich behalte das alte. Deswegen seid auch nicht irgendwie traurig im Sinne von, wenn es das nicht
gut gerollt ist, so gesehen, ihr könnt das alte trotzdem behalten, deswegen Select. So, und jetzt habt ihr, wie gesagt, das so gemacht. Das war's zu den Reappraisal Stones. Ich hoffe, ich habe noch genug Mana, um die anderen noch zu zeigen. Nämlich gehen wir zu den Enchanted Gems. Und zwar Enchanted Gems sind folgendermaßen. Und zwar könnt ihr damit einen Attribut, den ihr habt auf einer Rune, in einen neuen umwandeln. Das ist ziemlich geil. Lohnt sich aber auch nur auf Runen, die bereits gut sind. Ich nehme jetzt irgendeine Rune, weil ich das jetzt kurz demonstrieren möchte. Ich hoffe, ich habe hier irgendwie einen Enchanted Gem. Habe ich sogar hier. Zum Beispiel das hier, okay? Ich habe hier eine Energy-Rune, die hat Speed, Crit Rate, HP, Resistance. Und jetzt könnte ich hier Crit Damage rollen und könnte jetzt sagen, jetzt habe ich nicht genug Mana. Mache ich kurz eine kleine Pause und hole das Mana, deswegen bin ich gleich wieder am Start. So, deswegen, jetzt bin ich wieder zurück und wir nehmen jetzt übrigens auch eine andere Rune her, weil ich da einen besseren Grindstone habe. Deswegen, wir haben zum Beispiel diese Rune hier, ja, Blade mit Attack Percentage, 4 Speed, 19 Crit Rate und dann HP. Deswegen, wir würden gerne HP weghaben und dafür Crit Damage reinmachen. Und dann können wir jetzt hier diesen Enchanted Gem nehmen und können sagen, okay, ich kriege zwischen 4 und 6 Crit Rate, Crit Damage dafür, deswegen ich tue jetzt HP hier weg. Sage Enchant und dann habe ich eine Chance, jetzt den HP-Wert zu rollen in 4 bis 6 Crit Damage. Das heißt, wir hoffen auf 6 Crit Damage. Mal schauen. Wir bekommen 4. Never mind. Deswegen, jetzt haben wir das umgeforged. Deswegen, da ist jetzt auch so ein Kreis davor. Deswegen, jetzt haben wir HP weggerollt und haben somit jetzt Crit Damage. Das sind, wie gesagt, die Enchanted Gems, die im Raid droppen. Und dann gibt es noch die sogenannten Grindstones. Und da habe ich jetzt hier aktuell keine. Mal gucken, ob ich irgendwo in Swift oder irgendwas habe. Auch nicht. Despair. Habe ich irgendwo ein. Hier zum Beispiel ist wieder nicht genug Mana. Ist mir egal, den verkaufe ich jetzt. So. Also wir nehmen zum Beispiel mal diese Despair-Rune her, ist jetzt vollkommen egal, ich mache es jetzt nur zur Veranschaulichung. Und da ist es so mit den Grindstones, also wie gesagt, das sind die Enchanted Gems, wo ihr Stats austauschen könnt. Und die Grindstones verbessern einen bestehenden Stat. Das heißt zum Beispiel hier, ich weiß, die Rune ist total shit, aber ist jetzt egal, ich will das zum Testen einfach nur machen. Habe ich zum Beispiel einen Stone, einen Grindstone, der hat zwischen 3 und 6 Attack. Und jetzt kann ich auf dieser Despair-Rune, also alle Grindstones und Enchanted Gems sind, by the way, immer auch auf die Runentypen spezialisiert. Heißt zum Beispiel, das ist ein Grindstone, der nur für Despair gilt aktuell. Deswegen, das war vielleicht noch ganz wichtig zu sagen. Deswegen, ich wähle den Attack aus und tue jetzt, hat jetzt aktuell 7 Attack. Und ich habe jetzt eine Chance, das insgesamt auf 10 bis 13 Attack zu rollen. Mache ich gerade auch. Ist ja, wie gesagt, bei der Rune echt ein Waste, aber ich will es euch demonstrieren. Deswegen so, wieder ein Low-Roll von 4 hätten 6 sein können. Ein bisschen unlucky. Und jetzt habe ich das so gesehen gegrindet. Und ihr seht jetzt erst die Zahl auch orange. Das bedeutet dann, dass so gesehen da ein Grindstone geused wurde. Vielleicht was kurz noch wichtig zu sagen ist, also bei Enchanted Gems könnt ihr alles swappen. Also ihr könnt jeden Stat in alles swappen. Also in Speed, in Crit Damage, in Accuracy, in HP, in wirklich alles. Während bei Grindstone, es gibt keine Grindstone, die zum Beispiel Crit Rate oder Crit Damage buffen. Also es gibt nur Grindstone für die ganzen Hauptstats, also Attack, Defense, HP, sowohl prozentual als auch flat und Speed. Deswegen die anderen gibt es nicht. Auch Resistance gibt es nicht anscheinend, wie ich hier sehe. Deswegen das vielleicht auch noch zu wissen. Genau, und je höher auch die Grindstone von der Quality sind, desto mehr geben die. Zum Beispiel hier habe ich einen Rare and Hero Grindstone von Speed, der hat 3 bis 4 Speed. Legendary hat 4 bis 5 Speed. Und zum Beispiel ein Magic hat nur 1 bis 2 Speed. Deswegen, da kommt es auch wieder auf die Quality an, was ihr da gedroppt bekommt. Genau, das war's eigentlich zu dem Video. Ich hoffe, es war hilfreich. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao.